Hallo alle zusammen. Ja, wie versprochen, wir machen direkt hier weiter, wo wir stehen geblieben sind. Zweite Folge von dieser Mission. Wir werden sehen, wo uns das Ganze hinführen wird. Wir sind hier gerade noch mal ein bisschen zurückgegangen, weil nicht wie versprochen er eigentlich exklusiv berittene Bogenschützen hat, sondern auch eine Menge von den normalen Reitern. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Streitwegen nicht so geil sind wie die normalen Reiter. Die funktioniert nicht so gut. Leute verloren. Okay, cool. Jetzt schon diese, oh, viel zu überteuerte. Wenn ich jetzt schon diese viel zu überteuerte Fähigkeit habe, kann ich sie auch versuchen zu nutzen. So, vielleicht baue ich auch noch mal hier ein bisschen meine Produktion umstellen. Mehr Gold. Ich weiß, ich werde angegriffen und ich brauche viel zu lange, um den Markt zu finden. Aber der kann nicht weglaufen. Der kann nicht weglaufen. Den holen wir uns auch. Oh. So, jetzt gehen auch mal langsam ein paar Sachen kaputt hier. Okay, dann haben wir aber ganz gut hingekriegt. Oh, crap. Ja,
So, wir brauchen mehr Armee. Das heißt, wir müssen uns eine neue bauen. Okay, es sieht aber okay aus, oder? Wir kommen rein, machen ein paar Leute platt. Wir müssen mehr Ställe kaputt machen. Ein paar mehr Ställe kaputt machen von den Roten. Das ist ja das Gefährliche. Was sonst? Haben wir, glaube ich, gewonnen. Könnte eine kurze Folge werden, Leute. So, du gegen das Dorfzentrum. Oh Gott. Das ist nicht gut. Der Einfall von den Phalanx. Die Farben gar nicht unterscheiden, ey. Hier, kommt mal zurück. Okay. Wo kommen die alle her? Jetzt. Haben die noch irgendwo was Neues aufgebaut? Hinten sind noch Stelle. Allerdings ist da noch ein Priester. So. Mehr nach hier vorne durchstechen. Oh, sie haben gewonnen. Hätte ich vielleicht noch in der letzten Folge haben können, aber naja. Es ist halt mal eine kurze Folge. Und es war vor allen Dingen auch die letzte Folge. Ja, gehen wir mal ein bisschen länger hier über die Statistik. Vielleicht noch interessiert mich tatsächlich auch ein bisschen, was meine Freunde so gemacht haben, weil uns wurde ja so gesagt, dass sie eventuell die Seiten wechseln, wenn sie uns nicht unterstützen wollen. Aber sie hatten einigermaßen viel Militär auch, meine Freunde hier. Die Ostgoten waren tatsächlich auch ziemlich gut. Also die Centurios waren echt gute Counter gegen meine Streitwegen und so. Und auch die Reiter waren gute Counter. Also er hat hier gut was hingelegt. Meine nur Minus, also guck mal, der hat sogar positiv. Also sie sind auf Null quasi rausgekommen und haben mir dadurch einen Haufen Leute vom Hals gehalten. Heißt das so? Also ich habe ja gerade mal hier, die haben minus 47 und ich habe gerade mal 43 Todverlust Dings. Also die waren, hat sich gelohnt, die zu haben. Tribut gezahlt. Minus 96. Das verstehe ich nicht. Ostgoten, haben die Ostgoten denen die ganze Zeit Geld gegeben? Ich weiß es nicht. Wie sieht die Zeitlinie aus? Guck mal, die Roten hat es. Oh, die
Orangenen haben auch gut zugelegt und die Gelben waren auch gut dabei. Sehr schön. Ihr Volk stößt einen Seufzer der Erleichterung aus, als ihre Armeen siegreich aus dem blutigen Konflikt mit diesen schrecklichen Eindringlingen hervorgehen. Die Barbaren, die nicht getötet oder gefangen genommen wurden, sind entweder weit über die Grenzen geflohen oder wurden als Hilfstruppen in ihre Armeen aufgenommen. Eines Tages könnten sie zurückkehren, aber trotz zahlreicher apokalyptischer Prophezeiungen ist das römische Imperium für den Augenblick sicher. Sie können sich nun auf die Planung ihres Feldzuges gegen Persien und die Ausdehnung der Grenzen des Imperiums in neue Ausmaße konzentrieren. Ave Caesar. Okay. Doch besserer Ausgang als als prophezeit wurde in der Geschichte. Aber das war eine schöne Mission. Also ich fand es interessant, dieses Tauziehen mit, dass wir doch relativ, ich wollte relativ schnell rein, um damit die beiden sich nicht gegen mich wenden, weil das wäre ja schon blöd gewesen. Weil hätte ich keine Chance gehabt, glaube ich. Gegen vier hätte ich definitiv keine Chance gehabt, das irgendwie auszuhalten. Von daher fand ich sehr gut. Feinde von Rom kommt dann als nächstes. Finde ich dann ganz cool. Also vielleicht spielen wir irgendwie, ich weiß, wir spielen Hannibal im ersten Punischen Krieg. Ich glaube, das war auch meine Lieblingsmission. Gleich die erste dann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Spielen wir aus der anderen Richtung Feinde von Rom. Vielleicht hier die germanischen Stämme. Die persischen Stämme. Die im Punischen Krieg hier, die Karthago, die Hunnen. All das werden wir bestimmt irgendwie sehen in den nächsten Folgen. Ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wird interessant. Schon vorletzte Missionsreihe. Von daher, bleibt dabei. Liken, folgen, kommentieren natürlich gerne. Obwohl, wenn ich es vielleicht bis hierhin geschafft habt, ihr das schon längst gemacht habt. Aber bleibt natürlich gerne dran. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.